Hallo verehrte Eidgenossen, nichts ist schöner als mit anzusehen, wie ihr diesen dummen Europapolitikern mit euren Volksabstimmungen so richtig eins vors Schienbein tretet. Die Schlipsträger in Brüssel haben nämlich Angst vor den Schweizern. Eine echte Demokratie, wo allein die Bürger bestimmen, wo es lang geht, ist diesen weltfremden Politikern nicht geheuer. Man stelle sich einmal vor, die deutschen Bürger hätten 2002 über den Euro abstimmen dürfen. Mehr als 70% waren damals dagegen. Was machte also unsere Regierung? Sie stimmte über die Köpfe der Bürger hinweg einfach zu. Das könnte bei euch in der Schweiz nicht passieren, denn bei ihnen muss die Mehrheit der Eidgenossen damit einverstanden sein. Dieses Bild symbolisiert es sehr schön. Die Schweiz ist der letzte demokratische Fels unter all diesen europäischen Pseudodemokratien. Lasst um Gottes Willen nicht zu, dass diese europäischen Dummdödelpolitiker euch vorschreiben wollen, wie ihr euer schönes Land zu regieren habt. So würde unsere Kanzlerin Merkel euch Schweizer sicherlich am liebsten sehen. Ein paar dumme Kühe, die man nach Belieben herumtreiben und melken kann. Ihr seid aber für viele Deutsche wie mich der rettende Bernardiner, der uns aus dieser Lawine von dummdreisten europäischen Politikern noch retten kann. Die Vereinigten Staaten von Europa haben sich schon längst als Fata Morgana herausgestellt. Eine wunderbare Vision, die sich aber nur in den Köpfen einiger offensichtlich völlig weltfremden Politiker festgesetzt hat. Da wird ein Volk wie die Griechen von unserer deutschen Regierung zur Sparsamkeit gezwungen, anstatt unsere Freunde aus der Schweiz zu bitten, einmal alle Schweizer Konten der griechischen Steuerbetrüger-Milliardäre zu überprüfen und dem griechischen Finanzamt zu melden. Ganz urplötzlich wären danach die Griechen dann wieder zahlungsfähig. Aber auf solche Ideen würden die korrupten europäischen Politiker ja nie kommen, da sie vermutlich von diesen Superreichen nach Berlusconi-Art enorme Schmiergelder kassieren. Also, verehrte Eidgenossen, bleibt wie ihr seid und lasst euch nicht von fremden Regierungen vorschreiben, wie ihr abzustimmen habt. Es ist nämlich euer Staat, die einzige wirkliche Demokratie auf der ganzen Welt. Deshalb habt ihr auch ein großes Pluszeichen auf eurer Flagge.